Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel, herzlich willkommen zurück zu Wir haben die Herbstneuheiten 2020 durchgespielt. Das geht in diesem Video um Switch and Signal, ein kooperatives Eisenbahnspiel aus dem Hause Cosmos für 2 bis 4 Spieler, das ungefähr eine Dreiviertelstunde geht. Ich habe hier mal den Europa-Spielplan aufgebaut, das kann man vorab schon mal sagen. Da stecken 2 verschiedene Spielpläne drin, die sich in Details und tatsächlich in wichtigen Details unterscheiden. Auf der anderen Seite ist ein US-Spielplan. Und vorab sei gesagt, yo, die Geografie ist total verzerrt. Die Europakarte ist, wenn man so die Verhältnisse von den Städten zueinander in Verbindung setzen will, totaler Quatsch. Das ist auf der US-Seite auch so, aber das ist, nehme ich an, einfach der Tatsache geschuldet, dass die einen quadratischen Spielplan haben wollten und nicht nochmal ein Drittel mehr. Ne? Dann hätte man das irgendwie besser in Relation setzen können, aber ob das nun nötig ist, ist ja eine andere Frage. Uns reicht das völlig aus und wir finden das irgendwie albern, sich darüber zu mokieren, dass hier Marseille und Paris nicht im rechten Verhältnis zueinander sitzen. Ne? Wie das jetzt genau funktioniert, erkläre ich euch mit einem etwas näher ans Detail gebrachten Blick. Und im Anschluss werde ich sagen, wie uns das gefallen hat. Ne? Auf geht's! Grundsätzlich geht das in Switch and Signal darum, Waren, dargestellt durch so, könnt ihr schlecht sehen, ne? Dargestellt durch so Holzklötzchen, von den Städten, in denen die produziert werden, in den Hafen von Marseille zu transportieren. Na, seht ihr hier, wir müssen insgesamt 8 Waren, 4 verschiedener Farben, nach Marseille bringen, dann haben wir gewonnen. Für das ganze Unterfangen haben wir insgesamt 16 Runden lang Zeit oder 16 Spielerrunden lang Zeit. Das sind hier die Karten, die auf diesem Stapel liegen. 2 sind aussortiert, also es gibt 2 mehr als in jeder Partie teilnehmen, was für minimale Varianz sorgt. Und diesen Transport, den machen wir mittels solcher Eisenbahn-Dampflokomotiven, die wir über den Spielplan bewegen wollen. Grundsätzlich werden die bewegt durch Würfel und die Würfel haben, das sind 6-seitige Würfel und die haben eine unterschiedliche Zahlenverteilung. Ne? Der graue geht zum Beispiel nur von 1 bis 3, hat auch nur einmal die 3 drauf, dafür 3-mal die 1, 2-mal die 2. Der schwarze hat als höchste Zahl die 5, 2-mal die 4 drauf, 2-mal die 3 drauf, 3-mal die 4 drauf, 2-mal die 3 drauf, 1-mal die 2 drauf. Das heißt, der ist im Durchschnitt schneller unterwegs als der graue. In der Mitte dazwischen liegt der braune. Die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit denen sie sich bewegen. Zu Spielbeginn sind alle 9 Lokomotiven, die uns potenziell zur Verfügung stehen, im sogenannten Depot, also außerhalb des Spiels, und die bringen wir erst nach und nach ins Spiel. Wir beginnen immer mit dieser blauen Startkarte, die das Spiel beginnt, und die sagt uns jetzt, wir müssen 3 Züge ins Spiel bringen, erst einen schwarzen, dann einen braunen, dann einen grauen. Ins Spiel bringen bedeutet in diesem Fall, dass wir uns die 2 normalen 6-seitigen Würfel nehmen und diese werfen für jeden Zug einzeln. Jetzt haben wir hier den schwarzen, der erscheint auf der 6. Das ist in Calais, der kam eventuell gerade von Großbritannien rüber. Wobei, ne, Dampfzug, da gab es den Tunnel noch nicht, ist aber ja egal. Jetzt machen wir dasselbe für den braunen. Kommt auf der 7, ist ja kaum anders zu erwarten, startet das Spiel in Bremen. Der graue Zug 9 fängt an hier drüben in, what? Ah, Breslau. So, jetzt haben wir 3 Züge im Spiel und die bewegen sich. Wenn ich jetzt als Startspieler am Zug bin, decke ich immer zu Beginn meines Zuges, also nicht nur der Startspieler, sondern jeder Spieler deckt zu Beginn seines Zuges eine weitere Karte auf, die Fahranweisungen beinhaltet. In dem Fall ist das, dass 2 Züge sich bewegen, beliebiger Farbe. Da gibt es dann noch andere Sachen. Hier zum Beispiel, da würde das bedeuten, ein beliebiger Zug können wir uns dann aussuchen als Gruppe, schwarz, braun oder grau, kommt ins Spiel. Danach bewegen sich alle schwarzen Züge. Also diese Farbangabe bezieht sich immer auf alle Züge der Farbe, die sich bewegen. Was war das denn hier? Karten falsch rum. So.
Nein, jetzt in dem Fall müssten wir als Gruppe diskutieren, wer bewegt sich. Bewegen tun die sich dann, wie gesagt, mit diesen Bewegungswürfeln und das findet statt, bevor ich meinen Zug mache. Tricky dabei ist, dass die sich nicht einfach beliebig über die über das Feld bewegen können. Ist ja auch logisch, sind Eisenbahnen. Und die sind an das Schienennetz gebunden. Das Schienennetz definiert sich letztlich durch drei verschiedene Dinge. Das eine sind eben die Schienen selber. Da ist, wenn ich jetzt hier zwei Würfel und der Zug steht hier, dann bewegt er sich 1, 2 Felder. Ja. Also jeder dieser Gleisabschnitte ist ein Feld, das es zu befahren gilt. Und wichtig sind dann eben, daher der Titel Switch and Signal, die Weichen und die Signale, die sich auf dem Weg befinden. Die Weichen werden dargestellt durch diese weißen Kreise hier, da wo drei Strecken sich treffen, kommt ein schwarzer hin. Und das würde jetzt bedeuten, dieses Signal ist so eingestellt, dass man sich hier hindurch bewegen kann. Stelle ich die Weiche um, ist dieser Weg frei. Ja, also das heißt, die schwarzen Felder oder die schwarzen Holzteile sind quasi Blockadefelder für die Weichen, die Switches im Titel. Und dann haben wir hier die Signale, die sind entweder rot wie hier, das heißt, da kann ein Zug nicht vorbeifahren, der würde da stehen bleiben, wenn er sich da hinwürfelt. Über grüne Signale hingegen, das sind freigegebene Signale, da kann der sich drüber hinweg bewegen. So, jetzt haben wir zwei Züge bewegt. Ja, ich stelle jetzt mal einfach hier irgendwo Züge hin. Ja, guck mal, nehmen wir doch, okay, super, nehmen wir den schwarzen, benutzen den Würfel tatsächlich, bewege mich 4 Felder, das wären 1, 2, 3 nach Paris und ein viertes in ein anderes Gleisstück. So, hier das Signal grün wäre. Ja, dann könnt ihr hier so durchfahren, aber geht nicht, weil in Städten halten die immer automatisch an. Also in den Städten, die Waren produzieren, die farblich hervorgehoben sind. Na, hier zum Beispiel in München. München ist einfach nur eine Weiche, die man halt entsprechend einstellen muss, um da durch München durchzufahren. Die farblich markierten Städte, das sind Haltepunkte für die Züge. So, jetzt haben wir das gemacht. Wir haben zwei Züge bewegt. Die Karte kommt auf den Ablagestapel. Und dann kann ich meinen Spielzug machen. Ich habe immer zu Beginn meines Spielzuges 5 Aktionskarten auf der Hand. Und die, oh, die sind ja hier super gemischt, die können dreierlei bedeuten. Fangen wir mit dem hier in der Mitte an, das heißt, ich kann Zug bewegen. Spiele ich die Karte aus, suche ich mir eine beliebige Farbe aus und bewege wiederum alle Züge dieser Farbe. Das könnte ich zum Beispiel sagen, ich will hier die grauen Züge bewegen. Sagen wir mal, da sind 2 auf dem Plan. Dann werfe ich für einen Zug den Würfel, werfe für den nächsten grauen Zug den Würfel und die fahren munter durch die Gegend. Das ist die Aktion Zugfahren. Dann gibt es hier den Weichensteller, der stellt halt Weichen um. Ne? Wenn ich diese Karte ausspiele, dann kann ich an einem beliebigen Punkt sagen, ich verändere jetzt hier die Streckenführung. Na, ist das hier so, dass die beiden schwarzen Holzteile diese Strecke dicht machen sozusagen, könnte ich damit den hier jetzt umsetzen und dann kann man künftig hier entlang fahren, statt hier entlang oder hier, wie es vorher war. Und dann gibt es die Signale, die wir auf grün stellen wollen, damit die Züge weiterfahren können. Seht ihr hier, der graue, der hängt jetzt hier vor so einem roten Signal, der wird dort nicht weiterfahren können. Und wenn ich so eine Karte ausspiele, kann ich einen beliebigen grünen Holzmarker auf ein beliebiges Signal setzen. Oder fast beliebig. Wichtig ist dabei, dass jede Stadt muss immer einen grünen Marker haben. Ich könnte jetzt nicht den Marker hier aus Paris entfernen und den da hinsetzen, weil Paris dann signalfrei wäre oder offenes signalfrei. Das heißt, der muss da liegen. Kommt das zu einer Situation wie jetzt, dass in der Stadt zwei grüne Signale stehen, dann kann ich da auch eins entfernen und das irgendwo anders hinsetzen, sei das in einer anderen Stadt oder auf einen der Signalpunkte auf dem Spielplan. Eine weitere Aktion, die ich tätigen kann, ist, eine beliebige Karte auszuspielen. Ja, jetzt könnte ich damit ja ein Signal setzen. Ich kann die aber auch einfach als beliebige Karte spielen, um einen in einer Stadt befindlichen Zug mit der Ware, die in der Stadt vorhanden ist, zu beladen, denn darum geht das ja schließlich. Und die letzte Möglichkeit ist immer,
zwei beliebige Karten abzuwerfen, unabhängig von ihrer Vorderseite, um damit eine dieser Aktionen durchzuführen. Wie gesagt, beladen zählt nicht dazu, da brauche ich nur eine Karte. Aber Züge fahren, Signale umstellen und Weichen umstellen, das kann ich immer auch machen, indem ich zwei beliebige Karten abwerfe, sodass wir dann nicht komplett vom Nachziehglück abhängig sind. So, war das jetzt mein Zug. Ist die nächste Spielerin an der Reihe, auch die deckt hier wieder eine Fahrtanweisung auf, die füllen wir durch und dann kann die Spielerin den Zug machen. Am Ende des Zuges wird immer wieder auf 5 Handkarten aufgefüllt. Das bringt also nichts, für spätere Spielzüge Karten aufzubewahren. Normalerweise spielt man die eher alle aus, um da möglichst voranzukommen. So, jetzt ist der Clou bei der ganzen Geschichte, dass das ja kooperativ ist, wir gemeinsam das schaffen wollen, alle Waren nach Marseille zu liefern. Ne, gelingt uns das hier, so ein Zug da mit Ware hinzuliefern, wird er auf das entsprechende Feld gestellt, der Zug kommt zurück ins Depot und unser Ziel ist es insgesamt, alle diese 8 Waren zu liefern, bevor uns die Karten ausgehen. Das heißt, es sind insgesamt 16 Spielerzüge, würde in einer 4-Spieler-Partie bedeuten, dass jede Spielerin genau 4-mal am Zug ist und dann muss das geschafft sein, ansonsten haben wir verloren. Das klingt jetzt erstmal simpel, ist es aber nicht, weil wieso stellen wir eigentlich die Weichen und die Signale um? Das liegt daran, dass die Züge freie Fahrt brauchen. Wenn ich den Typen hier jetzt würfeln will, muss der irgendwie einen Weg haben, wie der weiterfahren kann. Hier zum Beispiel hätte der so einen Weg. Bau das mal um, damit wir das nicht selber hintricksen können. Sagen wir, jetzt würde durch so eine Karte hier gezwungenermaßen die grauen Züge sich bewegen. Die Karte ist eigentlich perfekt. Nicht? Die Karte zu Beginn des Zuges aufgedeckt, sagt, die braunen Züge bewegen sich, dann bewegen sich die grauen Züge. Jetzt können wir uns entscheiden, welcher braune Zug zuerst fährt. Nehmen wir den hier oben, ich werfe dafür den Würfel, der fährt 1, 2, 3 Felder, alles gut. Jetzt werfe ich für den hier den Würfel. Fährt auch 3 Felder, hat hier aber ein Signal, das auf Rot steht. Das heißt, er kann und darf da nicht vorbeifahren. Das bedeutet jetzt, dass wir für jeden überschüssigen Bewegungspunkt, den der Zug zur Verfügung hätte, was jetzt hier bei der geworfenen 3 insgesamt 3 wären, weil der gar nicht fahren kann, entfernen wir hier von der Bahnhofsuhr 3 Zeitmarker. Dasselbe passiert mit dem grauen Zug. Den muss ich jetzt hinterher bewegen. Ich werfe den. Habe eine 2, der müsste aufgrund der momentanen Weichenstellung hier entlang fahren. Ich liege die so, dann kann der zack, zack, 2 Felder fahren. Ist jetzt aber nicht so, der muss jetzt dort entlang und der würde da hinten rein crashen. Das gibt ein ganz furchtbares Zugunglück und das macht dann halt genau dieselbe Kiste. Ich habe 2 Bewegungsschritte, die ich nicht ausführen kann. Das kostet mich hier 2 Zeitmarken. Was hat das mit den Zeitmarken auf sich? Immer dann, wenn die auf 0 gehen, also auf 0 verfügbare Zeitmarker, wird hier so eine Fahrtanweisungskarte aus dem Spiel genommen und dann kommen die Marker zurück. Das heißt, darüber, dass wir die Marker, das sind zu Spielbeginn 7 im Normalfall, entfernen, reduzieren wir die Anzahl der Züge, die wir überhaupt zur Verfügung haben, um das Spielziel zu erfüllen. Und das setzt uns ganz schön unter Druck. Es gibt noch eins, was man machen kann, das ist immer zusätzlich zum Zug. Kann man hier so Helfer aktivieren. Da oben sind 3 Helfer. Das sind auf diesem Europaplan andere als auf der Rückseite im Amerikaplan. Da kann ich mir hier ein so ein Plättchen nehmen, das da drauflegen. Das heißt, der wurde jetzt benutzt und kann in der Partie nicht mehr benutzt werden. Also die stehen einmal pro Partie zur Verfügung. Die dann eben sagen, hier zum Beispiel der aktive Spieler darf einen beliebigen Würfel neu werfen, wenn ihm das Ergebnis nicht gefällt. Das neu geworfene Ergebnis muss aber akzeptiert werden. Bei der weiß gar nicht, was das ist, hier so eine Telefonistin irgendwie, die steckt da so Kabel um, da heißt das, Züge halten diese Runde nicht an, wenn sie Städte erreichen, sondern können durchfahren. Und beim letzten, keine Ahnung, was der für einen Job hat, heißt das, wir können sagen, wenn wir hier so eine Karte aufdecken, die jetzt zum Beispiel sagt, ein beliebiger Zug wird bewegt, das ist ganz schlecht, ne? Nehmen wir hier die Karte, die sagt uns, die schwarzen Züge müssen sich bewegen. Kann ich hier drauflegen und sagen, nö, schwarze Züge bewegen sich diese Runde nicht. Also da kann ich mir eine Farbe aussuchen und deren Fahrtanweisung wird dann ignoriert. Genau, so müssen wir in maximal 16 Spielerzügen das schaffen, 8 Waren nach Marseille zu liefern. Auf dem US-Spielplan, ich drehe das jetzt nicht um, ich simuliere das, da gibt es 2 Häfen, nämlich an der Ost- und an der Westküste.
Und da muss dann jeweils ein Würfel jeder Farbe an die Ost- und einer an die Westküste geliefert werden. Genau. Das ist regeltechnisch Switch and Signal und jetzt erzähle ich euch kurz, ob uns das gefallen hat oder nicht. Beziehungsweise habe ich ja beim Caretosh-Video, da sollte ein Link sein, schon gemacht. Ne? Ich erkläre noch mal kurz anderes und dann komme ich zu unserer Meinung. Weil genau, ich habe das Spiel jetzt ja erklärt, wie das funktioniert, wie das abläuft. Und das Spiel hat noch ein bisschen mehr zu bieten, nämlich wie das so ist bei kooperativen Spielen, gibt das die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Man hat ja schon gesagt, dass wir zu Spielbeginn zwei Fahrtanweisungskarten entfernen aus dem Spiel. Die können wir natürlich auch mitspielen lassen. Dann haben wir statt 16, 18 Spielerzüge Zeit, somit ein bisschen mehr Zeit, das Zeug zu liefern. Ebenso sind insgesamt drei weitere Zeitmarker im Spiel dabei. Das heißt, auch da können wir die Schwierigkeit anpassen. Das ist natürlich nicht so eine starke Erleichterung, wie wenn wir Karten dazu packen. Aber wir können auch hier einfach mehr Marker hinpacken und uns somit mehr Unfälle leisten in jeder Partie. Und zudem gibt es weitere Signalmarker. Das heißt, wenn wir nicht nur in den Städten jeweils einen Marker zu Spielbeginn packen und dann irgendwie drei weitere auf den Spielplan, können wir einfach sagen, wir packen insgesamt bis zu drei Signalmarker mehr dazu, was uns diese Limitierung ein bisschen erleichtert. In jeder Stadt muss einer sein, das heißt, wir haben nur relativ wenige, die wir umschieben können, wenn wir Signale verstellen. Genau, für Leute, die sagen, das ist uns zu zufällig, gibt es auch eine Variante, da ein bisschen mehr Planbarkeit reinzubringen. Nämlich kann man sagen, statt dass wir, also wenn ein neuer Zug ins Spiel kommt, ne, sagen wir mal, grauer Zug kommt ins Spiel, dann würfeln wir ja. Jetzt kommt er hier auf der 7 ins Spiel. Steht da schon ein Zug und er kann nicht ins Spiel kommen, verlieren wir, kennt man von den Unfällen, Zeitmarker. Und natürlich sind die Städte 6 bis 9 werden logischerweise häufiger gewürfelt als die Städte 2 bis 5 respektive 10 bis 12. Einfach wegen der Wahrscheinlichkeitsverteilung, wenn ich zwei Würfel werfe. Und um da ein bisschen mehr Kontrollierbarkeit reinzubringen, kann man stattdessen hier mit so sechseckigen Plättchen spielen. Da ist das dann so, wenn ein neuer Zug ins Spiel kommt, dann wird ein Plättchen aufgedeckt. Der erscheint jetzt hier auf der 2. Das ist hier unten in Barcelona. Und die 2 legen wir erstmal beiseite oder meinetwegen legen wir sie hier drauf. Und erst wenn der gesamte Stapel durchgespielt ist, also alle Städte einmal einen neuen Zug bekommen haben, dann werden die wieder gemischt und neu verteilt, sodass wir uns eben darauf verlassen können, wenn da die 2, die 11, die 12, die 4 schon mal gezogen wurden für insgesamt 4 Züge, die ins Spiel kommen, dann werden zumindest für die nächsten 7 Zug ins Spiel bringen, Geschichten, diese Zahlen nicht noch einmal auftauchen. Da kann man natürlich ein bisschen dem Zufall reingrätschen. So, wie ist das jetzt? Für wen ist das was? Ist das für uns was? Grundsätzlich kann man sagen, ja, für uns ist das was. Wir haben jetzt in verschiedenen Konstellationen das Spiel gespielt und das war tatsächlich A, immer nett und es war immer spannend. Also wir hatten einfach wirklich Freude am Spiel. Und es ist tatsächlich immer knapp ausgegangen. Wir hatten eine Partie, die haben wir verloren, irgendwie um ein, zwei Würfel. Da haben wir gesagt, ach komm, wir gucken mal, wie wäre es, wenn wir das erleichtert hätten, indem wir die zwei Karten mehr reingepackt haben. Haben dann somit weitergespielt mit zwei Karten und hatten dann zack das Spiel gewonnen. Das war tatsächlich eine sehr knappe Kiste und das passiert des Öfteren. Also das Spiel ist nicht... Es ist kein Spiel, das wie Robinson Crusoe oder so, einen so dermaßen unter Druck setzt, dass man effektiv in Runde 2 weiß, dass wir das Spiel verloren haben. Aber es ist dennoch nicht leicht zu gewinnen. Man muss gut zusammenarbeiten. Und das finden wir richtig gut. Regeln habt ihr gerade gesehen, also die sind überschaubar. Das heißt, es ist definitiv nichts für jemanden, der ein kooperatives Agricola sucht oder eben einen Ersatz für sein mittlerweile zu Tode gespieltes Robinson Crusoe. Das ist ein Familienspiel, kein leichtes, eher ein gehobenes Familienspiel, dass man nur der Verlag sagte, Alter 10 plus, das halten wir auch für realistisch. Mit 10-jährigen Kindern, die spielgeübt sind, oder dann sowieso mit 12-jährigen oder so, kann man das problemlos losspielen und hat durchaus eine Herausforderung. Und die Herausforderung kann man Runde für Runde eben anpassen, indem man den Schwierigkeitsgrad erleichtert, sollte einem das zu schwer erscheinen oder auch natürlich erschwert. Man kann selbstverständlich problemlos
Fahranweisungen oder auch hier Bahnhofsuhrplättchen aus dem Spiel nehmen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Man könnte rein theoretisch darauf verzichten, hier die Helfer zu benutzen, um das schwerer zu machen, wenn man schon irgendwie zig Partien gespielt hat und merkt, ach, mittlerweile bietet uns das keine Herausforderung mehr. Und warum redet Thomas eigentlich nicht mit uns direkt hier face to face? Das liegt daran, dass ich das Spiel gar nicht mehr aufräumen will, sondern dann dachte ich, drehe das doch nochmal schnell um. Dann seht ihr zumindest mal den Amerika-Spielplan. Der sieht dann eben anders aus und bietet somit eben auch eine Variation des Grundspiels. Ne? Auch da haben wir die vier Städte, die vier Warensorten bereithalten. Und haben aber eben zwei Häfen, San Francisco und New York, in denen wir das Zeug abliefern müssen, damit das dann in die weite Welt geschickt wird. Und auch das ist natürlich eine Varianz. Hier sind auch die drei Helfer andere als auf der anderen Seite, sodass da eben auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel kommt. Also wenn ihr für eure nicht Terra Mystica, sondern eher, ach komm, wir spielen mal was, eine Stunde Gruppe, oder eben tatsächlich für die Familie ein kooperatives Spiel sucht, ist das von uns definitiv eine Empfehlung wert oder mal zumindest einen näheren Blick. Das war Switch and Signal aus dem Hause Cosmos. Wie gesagt, 2 bis 4 Spieler, 3/4 Stunde geht das ungefähr. Kostet, oh, weiß ich gar nicht, 30, 40? Ich würde vermuten 30 Euro, vielleicht auch 40, nagel mich nicht fest. Und könnt ihr natürlich jederzeit bei uns erwerben. Wenn euch noch besondere Spiele, jetzt gerade natürlich momentan Neuheiten von der Messe interessieren, die wir euch zeigen und oder erklären sollen, schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Lasst uns hier ein Abo da, damit ihr informiert werdet, wenn wir das nächste Video hochladen. Bis dahin sagen wir viel Spaß mit Spielen, stay safe, bleibt gesund und auf bald. Tschüss!